Dieses Mal war unser Sofa-TV-Team bei Henning Verlage in den Prinzipalstudios in Senden zu Gast. Wie er dazu gekommen ist, Musik zu produzieren, erzählt er uns jetzt. Angefangen habe ich natürlich irgendwie in der Musikschule und Orgel gespielt und Glockenspiel und Kirchenorgel und alles Mögliche. Und habe dann angefangen in Bands zu spielen und bei den Proben und so kam dann halt ja immer irgendwie der Wunsch auf, ach, lass uns das mal irgendwie aufnehmen. Und dann war ich als Keyboarder halt irgendwie immer der Typ, der einen Computer hatte, wo man das Keyboard dran anschließen konnte. Und schon bist du automatisch in so einem Prozess, dass du Sachen aufnimmst, Arrangements machst. Und das fing dann so mit 14, 15, 16 an. Und war dann doch ziemlich schnell klar, dass ich auch nichts anderes mir mehr vorstellen kann, als sowas zu machen. Ich habe dann ziemlich schnell geguckt, wo kann man etwas in der Art irgendwie studieren. Also dass ich irgendwie Popmusik, Rockmusik machen wollte. Und habe dann einen Studiengang in Holland gefunden, in Enschede, und habe da 6 Jahre lang studiert. Das hieß Music Production und Keyboards, so hieß das. Das war halt ja, ein Musikstudium, also beleuchtete eher auch die ganzen Facetten von Musik schreiben, arrangieren, Instrument spielen, und ein Teil davon war eben auch die Technik. Mit welchen Bands arbeitest du zurzeit? Ja, zu 99% ist es im Moment nach wie vor unheilig. Das hat vor ja, bestimmt 12 Jahren oder 13 Jahren irgendwie angefangen. Da habe ich erstmal einfach nur Live-Keyboards gespielt. Das war im Prinzip nur ein Tourjob, dass ich für eine Tour gebucht wurde als Keyboarder. Das hat menschlich wie musikalisch gepasst und ja, so bin ich diesen ganzen Weg über die letzten Jahre immer mitgegangen und es wird einfach immer intensiver. Ansonsten sind wir aber auch unabhängig von Unheilig, arbeiten wir im selben Team und schreiben Songs für andere Künstler, machen Produktionen. Daneben habe ich nach wie vor einen Lehrauftrag hier an der Musikhochschule in Münster. Dort gibt es einen ähnlichen Studiengang wie den ich selber in Enschede belegt habe. Der nennt sich Keyboards und Musikproduktion. Da betreue ich das Hauptfach Musikproduktion und mache daneben auch noch sehr, sehr viele Workshops. Mein wichtigstes Utensil im Studio ist der Laptop und der Computer. So ist das heutzutage. Es ist wirklich einfach alles an Analogtechnik, alles, was man so kennt, ist inzwischen im Prinzip als Software in den Rechner gewandert. Und das kommt meiner Arbeitsweise sehr entgegen, weil ich nicht unbedingt hier in dem Studio hier jetzt immer nur sitze und arbeite, sondern sehr, sehr viel einfach unterwegs bin. Also Musik ist einfach ganz schlecht zu planen. Das muss auch jedem bewusst sein, der versucht, in diesem Markt irgendwie Fuß zu fassen. Es ist definitiv kein 9-to-5-Job. Es ist kein Angestelltenverhältnis in dem Sinne, dass man jeden Tag zur Arbeit geht und zu einer festen Uhrzeit wieder nach Hause geht oder jedes Wochenende frei hat und 30 Tage Urlaub im Jahr. Das funktioniert hier so nicht. Es ist immer die Freiberuflichkeit, das heißt, du bist ja selbst und ständig dabei. Es ist ein gewisses Risiko dabei, es kann heute super laufen, morgen nicht. Und deswegen versuche ich mich eben sehr breit aufzustellen und eben alles Mögliche zu machen und eben ohne Scheu und irgendwie Genre-Klappen irgendwie so durch die Gegend zu laufen und irgendwie nur irgendwie ein Ding zu machen, sondern ich versuche es eben breit aufzustellen und bisher bin ich damit gut gefahren und ich hoffe, dass es auch so weitergeht. Wir wünschen Henning Verlage weiterhin viel Erfolg bei seiner Arbeit.